Jo, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen, beziehungsweise Prison Architect Jamie versus Halifax bei Wir bauen. Hallo Jamie, bist du auch wieder da? Hallo. Jawohl. Dann würde ich sagen, quatsch mal nicht lange, gehen wir wieder auf Play. 3, 2, 1, los. Und jetzt können wir wieder quatschen, bis was. Ja. Ja, Ja. also genau, also in einer Dreiviertelstunde ist mein Geld da, dann brauchen die sich schon nicht mehr beschweren, dass ihre Kleidung dreckig ist. Also, dass man sich im Gefängnis über dreckige Kleidung beschweren. Boah, die Kiesel sind auch so teuer. Nein. Ich wollte nämlich gerade. Ah, Sand ist aber umsonst. Oder? Was? Ja, Sand ist kostenlos. Weil ich brauche nämlich hier mal etwas Schutzmäßiges. Mir geht's so wie auf der Kirmes. Ja, bei mir ist voll relativ ruhig. Ah, okay, wir haben 16.000 bekommen. Oh, jetzt bist du ja schon fast Multi, ha? Ja, fast. Also ich glaube, das ist der höchste Geldstand in der ganzen Serie bisher. Nach dem Startgeld, wo man am Anfang hatte. Dann. Wie lange geht denn das hier noch? Ah, das ist auch fertig. Perfekt. Dann kann ich jetzt gleich mal etwas Geld in Bäume rein investieren. Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da einer. Und da einer. Dann gibt es gleich mal hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht. Und dann gibt es noch Handelbänke, dass sie sich schön auf die Handelbänke legen können. So. Sind gleich schon wieder 2000 weg, aber ich glaube, die 2000 waren echt gut investiert. Wobei, nee, die beste Investition wäre jetzt natürlich einfach hier mal den Raum hin. Perfekt. Mit einer Gefängnistür. Perfekt. Jo, und ich bin immer noch bei meinen zwei Subventionen, die ich nicht vorantreiben kann gerade. Also ich habe gerade eben eine abgeschlossene und nochmal 5.000 bekommen. Okay, naja, ich möchte gerne eine Krankenstation bauen, aber die möchte ich nicht irgendwo hinbauen, sondern irgendwo zentral. Und das ist da, weiß ich gerade nicht wohin. Okay. Jetzt sollte ich mal ein bisschen vorplanen. Wenn das nämlich die Krankenstation wird. Okay, ich soll 10 Wachen einstellen. Nee, das mache ich nicht. Das könnte ich machen, da müsste ich aber die Ausbildung erforschen. Ja, komm, machen wir das hier. Und schicken gleich dieses Ding hinterher. Also dann brauche ich. Moment, ich habe das gerade. Ich habe gerade so eine Zusatzding gestartet. Und die war einfach direkt abgeschlossen. Sprich, ich habe was gestartet und habe gleich Geld damit verdient. Sehr gut. Das gefällt mir, so kann es auch weitergehen. Okay, dann kommt die Gefängnisarbeit natürlich dran. Komm, Bauarbeiter, ihr habt doch nichts zu tun. Kümmert euch da doch darum. Okay, dann brauche ich danach noch. Ah, ja, den darf ich natürlich nicht vergessen. Wo kommt denn der hin? Ja, eigentlich wäre hier ein sehr schöner Platz. Ich sage so hier. Ja, sehr schöner Platz eigentlich. Objekt, genau. Die Türe kommt da natürlich auch rein. Auch wieder eine Gefängnistür.
Ach, die Leute, die sind echt schlau. Die bauen einfach ihren Müll, legen einfach den Müll zwischen die Tür. Ja. Okay, jetzt baut. Da hat man einen Raum beschleunigt, dass er schneller geht. Dann bauen sie aber den anderen. Dann fangen sie einfach am anderen Raum an. Okay, sehr komisch. Ah, jetzt hat's funktioniert. Ich drücke und drücke und es passiert nichts und ich wundere mich noch, warum. Okay. Naja, da steht's eh, Psychologen brauchen ein Büro. Ha! Wie scheiße. Der kommt bei mir. Oh Gott, das habe ich gerade echt übersehen, dass ich jetzt einen Unterrichtsraum brauche. 20 Schultische und 10 Leute sollen die Grundlagenbildung abschließen. Wie soll ich die Grundlagenbildung abschließen mit 24 Häftlingen? Oh ja, gut. Also bei dir ist alles geplant, ja? Ja, fast alles. Aber ich habe wieder Geld. Ich habe gerade 35.000. Das sieht sehr gut aus, mal wieder Geld zu haben. Ja. Die haben noch nicht mal die Bäume installiert. Okay, seit wann installiert man Bäume? Wo ist mein Psychologe? Warum habe ich denn 7 Minuten Psychologie? Habe ich doch. Nein, den Raum haben sie fertig bekommen. Sehr gut. Ah, Dann kann ich dir jetzt Ausbildung. einfach mal den. Die Räume so. Wie heißen sie? Ach, ich habe den Namen vergessen. Wäscherei und so kann man erst bauen, wenn es erforscht ist, oder? Was, die Wäscherei? Ja. Ja, also. Weil der ist dabei, aber das dauert noch 2, 3 Viertelstunden. Ja. Und die Räume dafür, die sind sogar schon da. Also. Oh, ich schau mal kurz nach, was die Waschmaschinen kosten. Ah, hier. Oh Gott, nein. 1000 Dollar. Warum denn das? Sag mal, wo ist denn jetzt der blöde? Ich finde den Raum nicht mehr. Ja, hier kommen ein paar Tische noch Da, hin. Wenn man Krankenstation. jetzt gerade mal Geld hat, sollte man auch vorsorgen. Mindestens 2 Ärzte ein, einen Psychologen. So, ein paar Mülleimer wäre noch was Schönes. Aber wo gibt's sowas? Ah, hier. Dann gibt es hier einen und da einen. Sehr schön. Komm, hier ist auch noch genug Platz für nochmal so ein Ding. Das kostet 20 Dollar. So, also, hallo. Ah, oder doch eher hier. Oder da. Ja, komm hier. Und hier kommt dann. Was macht man jetzt für einen Boden in einem Familienraum? Familienraum. Ja. Warte. Ich glaube, wir machen da Mosaik rein. Also ein sehr schöner Boden sind die Keramikfliesen. Oder der Parkett. Nee, Mosaik. Sind aber Mosaik. natürlich auch die zwei teuersten. Naja, ich weiß. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das jetzt dann auf die Reihe kriege da. Also ich habe immer meine 34.000 und ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Also das könnte gerne eine Zeit lang so bleiben, also hätte ich eindeutig nichts dagegen. Jetzt hast du endlich mal mehr Geld als wie ich, oder wie? Ja, aber in einer Folge mal kurz, in der letzten Folge hatte ich nichts und jetzt bin ich fast Millionär. Das heißt, am siebten Tag erschuf Gott die Welt, oder? Irgendwie so. Und ja, Jamie ist am siebten Tag wieder flüssig. Ja. Übrigens, 5:30 wieder Pause, weil die Zeit ist schon wieder vorbei. Okay, das ging.
dieses Mal echt schnell. Ja, ging wirklich schnell. Also ich dachte jetzt, kommt irgendeine Frage so und dann Zeit vorbei. Dann war ich überrascht. Aber um halb, gell? Und dann wäre jetzt halb. Dann wäre jetzt halb, genau. Möchtest du Tschüss sagen? Soll ich Tschüss sagen? Also ich sage jetzt schon mal so Tschüss und Jaime, glaube ich, macht das große Outro. Ja. Also, dann wie immer, danke, dass ihr wieder mal bei Prison Architect zugeschaut habt. Schaut auch immer beim anderen vorbei, also bei mir, wenn ihr bei mir zuschaut, bei Halifax und umgedreht. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge gemeinsam gefallen hat. Und schaut doch einfach in der nächsten wieder vorbei. Jo. Und ja, ciao. Tschüss.